Hallo, mein lieber Zwilling. Ich schaue heute mal rein in den Monat November. Was kommt auf euch zu? Um welches Hauptthema geht's im Monat November? Wie wird der Anfang, Mitte und Ende? Und ich ziehe euch noch eine Kraftkarte von dem Orakel, die Kraft der Göttinnen. Arbeiten tue ich mit dem Seelenreisetarot von der Julia Aurelia. Und zur Überschrift nehmen wir noch eine Weisheitskarte von der Colette Baron Reed. Ich würde sagen, ziehen wir mal eine Überschrift. Liebes Universum, was kommt denn auf die Zwillinge im Monat November zu? Um welches Hauptthema handelt es sich? Was darf ich weitergeben? Was sind die Energien im Kollektiv? Eine Karte hätte ich gern bitte als Hauptüberschrift für den Monat November. Ich lege immer aus der Sicht einer Frau. Seid ihr ein Mann, dreht euch bitte um, auch für gleichgeschlechtlich. Ich lege immer für den Zuschauer, das Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, ist in meiner Legung immer der männliche Part. Anscheinend sind die Zwillinge sehr in sich gekehrt, im Rückzug sehr verschlossen, wollen nichts sagen. Schauen wir mal. Eine Hauptüberschrift bitte für den Monat November. Vielen Dank. Am Unterdeck haben wir das Mitschöpfertum, das heißt, du darfst mitarbeiten an deiner Zukunft, darfst Struktur und Ordnung reinbringen und darfst schauen, wie stellst du dir denn dein Leben vor. Wir haben als Hauptüberschrift das Thema Weitergehen. In der Quersumme ergibt die 45 die 9, die für den Eremiten steht. Ich sage ja, ich habe schon das Gefühl gehabt beim Mischen, es wollte keine Karte raus. Ihr seid sehr in euch gekehrt, ihr haltet Innenschau, ihr habt euch zurückgezogen, ihr habt eine Situation schweren Herzens verlassen, ihr seid auf dem Weg zum Portal. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Ihr geht quasi weiter, ihr hattet 8 Kelche. Ja, ihr bestrebt aber mehr. Jetzt ist Zeit für eure Erfüllung, denn ihr habt das Leben in der Hand. Wow, schaut mal, und die muss ich fast noch mit dazu nehmen. Das treue Herz spricht auch von den 2 der Kelchen. Erfüllung auf Augenhöhe, Partnerschaft auf Augenhöhe, Verbindungen auf Augenhöhe. Auch für Seelenpartnerschaften stehen die 2 der Kelche. Ihr habt quasi in der Hand, ihr könnt mit. Ja, affirmieren, mitgestalten eure Zukunft, denn ihr seid im Gehen, ihr seid schon auf dem Weg, ihr seid Richtung 2 der Kelche, Richtung Verbindungen auf Augenhöhe. Das kann natürlich das Berufsfeld betreffen, das kann das Familiäre betreffen. Auch wenn du auf der Suche nach einer Partnerschaft bist, dann sei gewiss, es ist die Energie, es kann ein Seelenpartner in dein Leben treffen, wenn du denn deine Lernaufgabe abgeschlossen hast und im Weitergehen nochmal sinnierst, wie affirmiere ich mir meine Zukunft. Ja, ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt mal... Ja, ich wollte noch fragen, woher kommt das Mitschöpfertum? Aber da haben wir schon die 4 der Kelche. Du hattest in der Vergangenheit Ablehnungsthemen. Du möchtest mehr. Dir wurden Kelche gereicht, die du nicht wolltest. Du warst gelangweilt, nicht erfüllt. Vielleicht hat dich der ein oder andere abgelehnt. Und jetzt sagst du, nein, das lasse ich mit mir nicht mehr machen. Ich weiß, was ich mir wert bin. Ich gehe quasi in meine Erfüllung. So, eigentlich wollte ich nur eine Karte, aber ihr seht, das gehört alles zusammen. Deswegen, jetzt hätte ich gern eine Anfangskarte, vielen Dank, eine Karte für den Monat November, für die Mitte, für die Sternzeichen Zwillinge. Jawohl, die fällt mir gleich in den Schoß. Und eine für die Energie Ende des Monats. Gut, es sind 2 geworden. Ihr seht, die hier will auch noch raus. Am Unterdeck haben wir die 10 der Schwerter. Wie ich schon gesagt habe, ihr verlasst eine Situation schweren Herzens, die euch nicht länger gut getan hat. Ihr hattet mit Ablehnungsthemen zu tun. Vielleicht hat euch auch ein Gegenüber das Gefühl gegeben, ihr seid nicht gut genug für ihn. Vielleicht habt ihr selber oft das Gefühl, nicht zu genügen. Jetzt bringt Licht ins Dunkel. Ihr habt die Situation verlassen. Ihr geht weiter. Ihr strebt die volle Erfüllung an, nämlich aus vollem Herzen auf Augenhöhe in zwischenmenschliche Beziehungen zu gehen. Und weil die 10 der Stäbe hier auch noch mit raus wollten, schaut mal, die 10 und die 10. Die 10er sind die Vollendung. Das heißt, euer Zyklus endet jetzt,
Ihr dürft auf einen Neuanfang hoffen. Nehmt das Brett vorm Kopf weg und das macht ihr auch, weil die Zehen der Stäbe auf dem Kopf liegt. Das heißt, hier heißt, du hast dein Gepäck genommen, du hast eine Situation verlassen, weil sie dir einfach nicht mehr dienlich war. Du hast alles, was du brauchst, um neu zu starten. Genau, und weil ich es nochmal sehe, in Reihe und Glied, so ein bisschen hat man es noch gesehen, hier auch die 11. Ich habe so das Gefühl, die 1, das sind wichtig. In Reihe und Glied spricht auch von Familie, ne? Fundament, aufeinander aufbauen und nicht nur abgelehnt werden, immer das Gefühl haben, zu wenig zu geben, nicht zu genügen. Jetzt ist Zeit, ihr seid es euch wert. Dann schauen wir mal rein für den Monatsanfang. Was kommt auf euch zu? Wow, gleich im November starten wir mit auch der Karte 10. Ich glaube, für die Zwillinge wird die 10 ausschlaggebend. Zu Hause angekommen sein, Wohlstand, Erfüllung, Stabilität, Wertevorstellungen. Ihr habt alles, was ihr wollt und könnt euer Glück sogar teilen, nämlich im Mitschöpfertum. Vielleicht geht es hier auch ums Teilen. Vielleicht helft ihr euch auch gegenseitig, ja, zu erkennen, wo ihr hin wollt. Das ist die beste Karte ever, ja, happy everything. Oder auch wie rundum glücklich, sage ich gern, besser geht's nicht. Also wir starten schon mal in den Monat November hoch 10. Wie gesagt, die 10 wird wichtig. In der Mitte des Monats, da kommen nochmal die ein oder anderen Gedanken hoch, das Gedankenkarussell, aber nur im Kopf. Die 8er Schwerter steht nämlich von Gefangensein in Gedanken. Allerdings ist sie hier gefallen auf dem Kopf. Das heißt, du gehst weiter, du hast erkannt hier, ich kann einfach davon rausgehen. Ich bin nicht gefangen, ich bin nicht im goldenen Käfig, ich darf weitergehen. Das heißt, Mitte des Monats wird es nochmal wichtig, sich immer wieder selbst zu bestärken. Ja, meine Entscheidung war richtig, ich möchte mehr als Langeweile, als tristes, abgestandenes Wasser. Ich gehe für den Weg vorwärts, den ich mir wünsche. So, dann schauen wir mal, was Ende des Monats November auf euch zukommt. Wow! Also eigentlich wollte ich keine Single-Legung machen, aber ich deute jetzt mal aus zwei Perspektiven. Also Ende des Monats November kann jetzt volle Wunscherfüllung eintreffen, glückliche Momente, Grund zu feiern. Auch hier schaut mal die Schwäne, ein Herz, ja, Familie, Regenbogen. Ich habe immer wieder dieses Regenbogenportal. Und es kommt Struktur und Ordnung in euer Leben mit dem Herrscher, der nämlich weiß, okay, ich habe alle Anteile der 4 Elemente in mir vereint. Der kann sein Leben regieren, der kann andere auch dazu anstiften, quasi in die Umsetzung zu gehen. Er hat das Haus hinter sich, was für Stabilität und Sicherheit steht. Also Ende November kommt auf dich die volle Wunscherfüllung und schaut mal, Wahnsinn, ihr habt die 10 der Münzen, ihr habt die 10 der Kelche und den Herrscher. Besser geht's nicht. Das heißt, schafft ihr es, weiter eurem Weg zu gehen, das Gedankenkarussell loszulassen, kommt ihr in eure Wunscherfüllung und bringt Struktur, Ordnung, Stabilität, Sicherheit, Fundament in euer Leben. Und jetzt einmal kurz auf die Liebe. Seid ihr Single und schaut ihr zu, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass im Monat November die volle Wunscherfüllung für euch eintritt. Genauso habt ihr euch euren Herrscher vorgestellt. Es kommt eine männliche Energie ins Feld. Der Herrscher, ja, das ist der ausgereifteste Mann ever. Wie gesagt, bist du ein Mann, drehst dir um, dann ist es deine Traumfrau sozusagen. Genau mit den 10 der Kelchen, wie du es dir vorgestellt hast. Und wow, schaut nochmal, Gänsehaut pur. Es liegt genau unterm treuen Herz. Ich sag ja, hier geht es um Seelenpartnerschaften, die jetzt zusammengeführt werden, weil ihr eure Lernaufgabe gemeistert habt. Ihr habt euer Gepäck abgegeben. Ihr habt gesagt, nein, ich packe meinen Rucksack, ich gehe weiter. Ich wurde lange genug in meinem Leben abgelehnt. Natürlich hattet ihr auch Schmerzen in der Vergangenheit. Wunderbar, schaut mal hier der Stern. Ihr seid auch in die Heilung gegangen. Auch hier die 4 der Stäbe. Stabilität und Sicherheit habt ihr euch erhofft und deswegen seid ihr auf eurem Weg. Jetzt schauen wir nochmal, was ist denn die Herausforderung für die Zwillinge im Monat November? Kommt denn was Herausforderndes auf euch zu? Und wenn ja, was dürfen wir wissen? Welche? Aha. Der Ritter der Schwerter auf dem Kopf. Der Ritter der Schwerter, der möchte ganz gern mal mit dem Kopf durch die Wand. Eure Herausforderung ist vielleicht sogar eben nicht alles ganz
ja, schnell geradeaus voranzubringen, sondern strategisch vorzugehen, sich einen Plan zu machen, rational sich in Kommunikation zu üben. Der Ritter steht für Aktion, für Bewegung, der geht hier auch in die Zeit, der macht sich einen Schachzug, einen klugen Schachzug. Eure Herausforderung ist, euren Weg klug und weise weiterzugehen. Und wenn dies natürlich, kann auch für einen Ex-Freund stehen, eine Energie von außen ist, die auf euch zukommt, dann war das eine Person, die eigentlich nur für sich eingestanden ist, die nicht an euch gedacht hat, die wollte nur gewinnen um jeden Preis, aber ihr wisst jetzt, nein, das wollt ihr nicht mehr, das lasst ihr los. Und ist es eure Energie, dann ist die Herausforderung quasi, lasst ihr Zeit, geh nicht mit dem Kopf durch die Wand, dann passieren Fehler, wenn man zu ungeduldig ist, sondern alles Stück für Stück. Genau, am Unterdeck die Transformation, Skorpionenergie. Vielleicht hatte der ein oder andere auch mit einem Skorpion zu tun. Ich übrigens auch. Also ich bin auch Aszendent-Zwilling. Ich bin voll auf der Reise mit euch dabei. Ich habe Abschied genommen von einem Skorpion. Und will die volle Wunscherfüllung. So, schaut mal, das ist der Tipp des Universums. Der Ritter der Stäbe, der verfolgt uns im Oktober und jetzt auch im November. Ich glaube, ich muss mal einmal durchschnaufen. Der Ritter der Stäbe, ich weiß, ich sage immer das Gleiche. Der nimmt sein Fernglas in die Hand, der schaut, wo will er hin, der hat Spaß, der ist unverbindlich, der will erst mal rausfinden, wo geht mein Abenteuer lang? Der ist neugierig, der folgt seinen Interessen. Das ist der Tipp. Schmeiß dich ins Abenteuer, nimm deinen Rucksäckle, verreis vielleicht, mach eine Reise, probier mal was Neues aus oder gründe neue Hobbys oder finde neue Interessen. Jetzt ist die Zeit für Wachstum, gerade auch mit dem Herrscher, um deine Erfüllung zu finden. So, dann würde ich ganz gern noch für euch, ich meine, die Legung ist Bombe, ja, 10, 10, 10, 11, 11 und das treue Herz. Eine neue Reise kann beginnen. Ich hätte jetzt ganz gern noch eine Karte der Kraft der Göttinnen, bitte. Welche Göttin begleitet euch? Vielen Dank. Wuhu! Schaut mal, wohin die gefallen ist. Neubeginn. Natürlich kann es sein, dass vielleicht auch Entschuldigungen ins Haus kommen und ihr die Möglichkeit habt, dass die vergangene Energie der Ritter der Schwerter sich transformiert hat, weil wir hier auch die Wiedergeburt haben und vorhin auch den Tod am Unterdeck, der auch für Wiedergeburt steht. Für den einen oder anderen kann es bedeuten, dass er jetzt die Person, wenn ihr Partnerschaften hattet, zu einem Herrscher herangewachsen ist und für euch ein Neubeginn ansteht, denn ihr hattet mit Ablehnungsthemen und Gedankenkarussell in der Vergangenheit zu tun. Für die Mehrzahl nehme ich es aber so wahr, dass quasi jetzt das gehen darf, weil ihr hattet nur Gedankenkarussell mit dem Ritter der Schwerter. Ihr dürft jetzt in den Neubeginn gehen und hier schaut mal die 4 runter reduziert und der Herrscher die 4. Struktur und Ordnung. Ihr wisst, ihr wollt Beziehung auf Augenhöhe. Ihr habt die Wiedergeburt und das Neue in der Hand. Transformation ist euch gewiss. Schaut mal, irgendwie war ich getrieben, noch mal drunter zu schauen. Die Vereinigung, ja, also die Vereinigung passt ja perfekt zum treuen Herz. Für mich fühlt sich das an, dass auf die Zwillinge eine neue männliche Energie zukommt. Bist du ein Mann, kommt deine Traumfrau ins Feld. Du hast es dir positiv affirmiert. Du bist unabhängig geworden. Genau, du hast deine Lernaufgabe bestanden und hast gesagt, nein, ich gehe jetzt voran, was mich glücklich macht. Ich bin unabhängig, ich lasse die alten Glaubenssätze los und ich gebe mich dem Leben komplett hin. So, meine Lieben, ich wünsche euch nun einen zauberhaften November, eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Genießt das, was auf euch zukommt. Die Vorfreude ist die größte. Für euch ist gesorgt in Liebe. Liebe ist der Schlüssel zu alles, auch die Eigenliebe. Erfüllung, Erfüllung, Neubeginn, Wiedergeburt und Unabhängigkeit. Übrigens hier die Quersumme 10, Rat des Schicksals. Ja, ihr seid in einem Zyklus, ihr seid auf dem Weg. Es wird sich alles für euch fügen. Ihr kommt da an, wo ihr ankommen wollt. Habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald. Ciao, ciao.